Jo, Leute, wir sind hier mittendrin bei Multi Wild, aber nicht das Original Multi Wild, sondern das Multi Wild 243 auf 2-Euro-Fach. Ich habe hier schon circa 150 Euro verspielt. Mit 1000 habe ich gestartet. Gleich sind 150 weg. Es kam nichts. Einmal kam unten eine Reihe von rechts nach links, 4-7er. Aber bringt ja halt nichts, wenn kein Wild davor ist. Also müssen wir jetzt hoffen, dass wir nach dem Verlust auf die Risiko Plus kommen. Oh, der beschert uns das doch. Und jetzt kommt 300 zum Beginn, komm. Komm, mach ich das Video an, kommt ein 300er, komm. Ne, Edge Badge, 260. Ich lasse mir nicht wegen 40 Euro zu riskieren, lasse ich mir nicht 160 wegnehmen. Den nehme ich jetzt hier an. Lohnt überhaupt immer nicht, doch. Es war ja natürlich noch ein bisschen befriedigender, wenn man ganz oben die Leiter schießt, aber gegen 40 Euro, come on, fuck it, ey. Ja, deswegen habe ich vorher ein bisschen runtergespielt, weil ich wusste, es kommt eh noch nichts. Jetzt sehe ich das, und ich das in nächster Zeit sowieso eher machen. Ihr habt es ja vielleicht auch schon gesehen, ich habe die letzten drei Videos, da habe ich nur die Freispiele gefilmt. Und so will ich es in nächster Zeit auch halten, dass ich erst aufnehme, wenn irgendwas Krasses kommt oder nachdem ich halt eben ein bisschen verzockt habe, weil es uns einfach zu langweilig wird. Die meisten von euch schauen ja eh nicht mehr zu. Und ja, wenn dann Leute mal reinschauen, will ich es jedenfalls so ein bisschen Spannung gestalten, so, ne, ein bisschen Spannung gestalten. Deswegen sollen die Videos eher kürzer werden jetzt demnächst, aber dafür ein bisschen mehr Gewinne eben, ne. Jetzt hier zum Beispiel werde ich jetzt so lange spielen, bis diese Gewinnserie in Anführungsstrichen abreißt. Jetzt ein 20er-Bild ist ja auch sehr ansehnlich, auch wenn er gleich wieder runter geht. Ja, aber jetzt noch so ein bisschen runterspielen und dann, ja, dann gleich ausmachen. Bei den Freispielen, bei den Games, die eben Freispiele anbieten, bei denen es Freispiele zu erreichen gibt, wie soll ich sonst sagen, die ich jedenfalls gestern hochgeladen habe, Book of Fire, Eye of Oros und Magic Mirror, wie heißt das jetzt, dieses Magic Mirror Wild. Ja. Da mache ich dann nur die Freispiele immer. Und hierbei so Bilder gewinnen, da werde ich halt so leider pushen. Und dann ja, immer halt vorher ein bisschen was verzocken oder zeigen, wenn ein gutes Bild kommt oder sowas. Hier ist es natürlich ein bisschen schwieriger, man hat man ein bisschen mehr Zeit, nachdem die Freispiele erscheinen, aber ja, was will ich in Zukunft die Videos so halten? Gucken ja eh kaum Leute zu. Deswegen soll ich mich da immer zusammensabbeln. Und hier nochmal 220, ne? Läuft doch gut. Das habe ich auch mit den Videospielen so gemacht, da habe ich ja auch kaum Aufrufe drauf. Vorher habe ich, also wo ich die Videos, bevor ich damals die Videos löschen musste, wissen ja vielleicht einige noch, da habe ich ja auch viele Let's Plays hochgeladen, da habe ich mich immer totgesabbelt. Da gab es so gute Videos von mir und die hat kaum ein Schwein geguckt. Da habe ich mir irgendwann gesagt, ne, das sammelt sich hier eigentlich tot. Jetzt machst du nur noch Walkthroughs, also nur noch ohne Kommentar abfilmen und hier bei den Spielodingern will ich es jetzt auch so halten, dass ich jetzt nur noch Gewinne zeige und so. Und nicht da 100.000 Stunden Leerlauf, damit hier mal jedenfalls ein bisschen Action herrscht. So, und wir haben 1284. Ich würde sagen, das reicht auch. Den drücken wir jetzt nochmal. Und dann reicht es auch von der Länge. Bis zum nächsten Video. Tschüss.